die wahren Gründe hinter dem zweiten Attentat auf Donald Trump. Ein 58-jähriger Mann drang auf sein Grundstück in Mar-a-Lago ein und wollte sich wohl Zugang zum 45. Präsident verschaffen. Erst als der Attentäter rund 400 Meter von Trump entfernt war, wurde er vom Secret Service gestoppt. Ach du Scheiße. Ryan Wesley Roof, der mutmaßliche Attentäter, 2002 wegen Besitzes von Massenvernichtungswaffen verhaftet, taucht in einem Werbespot für das Azov-Bataillon in der Ukraine auf. In einem Werbespot mal wieder. Genauso wie der andere Bruder, der den ersten Attentatversuch gemacht hat, war auch zufällig in einem BlackRock-Werbespot. Bro, was spielen die uns hier vor, Digga? Sei mal ehrlich jetzt. Die brauchen irgendwas, um unseren Kopf zu f***en, glaube ich, ne? Fühlt sich ein bisschen so an. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, die wahren Gründe hinter dem zweiten Attentat auf Donald Trump. Habe ich jetzt eben erst auch mitbekommen im Discord, war das Video drin, dass es anscheinend einen zweiten Attentatversuch gegeben hat auf Donald Trump. Und jetzt sind die ersten miesen Mystiker im Internet schon mit Videos am Start, mit wahren Hintergründen etc. pp. Daher schalten wir jetzt einfach mal rein, gucken mal, was da erzählt wird. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, geht der Peter los, Digi. Und los. Unglaublich, es ist schon wieder passiert. Der ehemalige US-Präsident wurde erneut Opfer eines zweiten Attentatversuchs, genau wie wir es in der Vergangenheit vorausgesehen haben. Und das weniger als 2 Monate vor den US-Wahlen. Das Wichtigste allerdings zuerst vorausgeschickt. Donald Trump hat den Anschlag unbeschadet überstanden. Aber eines ist klar, irgendjemand will Donald Trump ein für alle Male aus dem Weg schaffen und zwar noch vor den Präsidentschaftswahlen. Und jetzt zeige ich dir nicht nur alle brisanten News rund um das Attentat, sondern auch welche Gründe womöglich hinter diesem Anschlag stecken. Mein Name ist Dominik Kettner und jetzt starten wir mit dem bereits zweiten Attentat auf Donald Trump. Es ist unglaublich, so einen Wahlkampf. Crazy auf jeden Fall, ne? Dass sie den jetzt das zweite Mal versucht haben, irgendwie aus dem Weg zu räumen, ist schon krass, ja. Ich bin mal gespannt, was so noch andere Leute dazu sagen werden. Man muss natürlich immer die Kirche erstmal im Dorf lassen und dann Step by Step wird man Informationen rausbekommen, was eventuell wirklich dahinter gesteckt hat oder nicht. Aber wir gucken da trotzdem mal rein. Übrigens, Dominik Kettner, auch einer von den Kanälen, die Tobias Huch sperren lassen möchte, ne, habe ich gehört. Oder? Der war doch auch auf der Liste mit drauf. Grüße gehen raus an Tobi, Digi. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, ne? Gab es in der US-Geschichte wirklich noch nie. Donald Trump wurde also in letzter Sekunde wieder aus dem Verkehr gezogen, damit... Attentat auf Trump in letzter Sekunde vereitelt. Was bisher bekannt ist, Donald Trump hat einen weiteren Attentat überlebt. Ein 58-jähriger Mann drang auf sein Grundstück in Mar-a-Lago ein und wollte sich wohl Zugang zum 45. Präsident verschaffen. Erst als der Attentäter rund 400 Meter von Trump entfernt war, wurde er vom Secret Service gestoppt. Ach du Scheiße. Auf seinem Grundstück oder was? What the fuck? Er nicht schon die zweite Kugel in Richtung seines Kopfes oder seines Körpers bekam. Und das nur 2 Monate nach dem letzten Mordversuch. Ihr erinnert euch sicher alle noch an die Bilder der Wahlveranstaltung in Pennsylvania mit diesem ikonischen Foto, das ganz sicher in die Geschichtsbücher eingehen wird. Doch dieses Mal gibt es kein Foto, das in die Geschichtsbücher eingehen wird, denn das Attentat geschah auf Donald Trumps Golfplatz nahe bei Mar-a-Lago, Palm Beach. Der hat einen eigenen Golfplatz oder was? Florida. Und dabei stellt sich nun eine sehr, sehr brisante Frage. Woher wusste der Attentäter über Donald Trumps Standort Bescheid und wie konnte er das überhaupt wissen? Ich weiß... Gute Frage, ja. Einige von euch kennen die Bilder von Donald Trump, dass er regelmäßig Golf spielen geht. Die Frage ist dennoch, wie konnte man rausfinden, dass er zu diesem Zeitpunkt dort ist? Denn laut Fox News war sein Standort geheim gehalten. Und ihr wisst, wenn der Secret Service etwas geheim halten möchte, dann bleibt das auch geheim. Denn Donald Trumps Aufenthaltsort wurde so streng gehütet, keine Einzelheiten wurden öffentlich bekannt gegeben. Woher? Inside Job, sagst du? Also der Attentäter genau wissen sollte, wo und wann Trump genau Golf spielt und wer ihm diese Insider-Informationen lieferte, das sind Fragen, um die wir uns wirklich einmal kümmern. Ist jetzt eine miese Theorie, aber vielleicht die aktuelle Regierung und so. Vielleicht haben die ja auch ein Interesse daran, den Bruder aus dem Weg zu räumen. Weißt du? Da kann man jetzt viele Theorien anschmeißen, aber wenn der Ort wirklich so geheim gehalten wurde, dann muss es ja jemand sein, der quasi direkten Kontakt mit Trump hat, beziehungsweise wusste, wo er ist.
soll. Denn es könnte in Donald Trumps eigenem Team oder womöglich beim Secret Service Lücken geben. Und die Vorstellung alleine, dass ein Einzeltäter heimlich die Wagenkolonne des Präsidenten verfolgt, ohne dabei bemerkt zu werden. Ja, das ist alles suspicious. Genauso wie beim ersten Attentat. Das hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen, so. Kommt einem schon echt komisch rüber, so. Man kann natürlich die noch eine übergeordnete Verschwörungstheorie aufmachen und sich fragen, so, okay, vielleicht ist das alles orchestriert oder so. Einfach, um das noch ein bisschen spannender zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen cool bleibt, dann würde ich sagen, sieht das schon so ein bisschen so aus, als ob die Leute, die ihn eigentlich beschützen sollten, ihn nicht wirklich beschützen, sondern im Gegenteil. Weißt du? Die Mainstream-Medien behaupten dies tatsächlich und es erscheint in meinen Augen jedoch höchst unwahrscheinlich. Seht aber einmal selbst. This event was not on any kind of public schedule, so it's not clear how this alleged lone gunman knew the former president would be playing golf today and also at what time. We heard the president was on the fifth hole, on the front nine at Trump International. How did this lone gunman know? Deswegen sollten wir uns zuerst einmal ansehen, wer denn der Mann ist, der Donald Trump ermorden wollte. Ryan Wesley Roof, der mutmaßliche Attentäter, den man hier auch auf dem Bild sehen kann, ist laut offiziellen Quellen 58 Jahre alt, Unternehmer aus North Carolina. Bei den Attentätern muss man halt auch immer vorsichtig sein, ne? Genauso wie beim Kennedy-Attentat, auch hier und bei dem Attentat vorher schon, dieser kleine Junge da, der angeblich das Attentat ausgeübt hat. Meistens stecken andere Dinge hinter als das, was uns offensichtlich erstmal berichtet wird. So, muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Wir sind halt miese Mystiker hier auf unserem Kanal und wir hinterfragen alles und wir sind uns bewusst, dass meistens sehr viele Informationen, tiefe Informationen zurückgehalten werden, damit wir nicht genau wissen, was abgeht, so weißt du? So. Lebt scheinbar mittlerweile in Hawaii. Die Frage ist also, was steckt hinter diesem Mann? Er spendet nämlich häufig an die Demokratie. Er wollte schon Putin töten, verdächtiger als Ryan Wesley Ruth, 58, identifiziert. Er spendete an die Demokraten und schwärmte von Harris und Biden. Hatten und an die demokratischen Politiker und war absolut pro Ukraine. Er wollte scheinbar sogar dort freiwillig kämpfen. Da muss schon etwas im Kopf schiefgelaufen What the fuck? Sein, wenn ein Einzelner freiwillig in einen Krieg ziehen möchte, mit dem er als Amerikaner im ersten Augenblick eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Wir wissen natürlich über die Verbindungen und die Finanzierungen dieses Kriegs, aber ihr ahnt schon, welche Ideologie dahinter steckt. Behaltet aber dieses Detail einmal im Kopf, das wird gleich noch sehr, sehr wichtig und eine große Rolle spielen. Denn er näherte sich dann Trumps Golfplatz an und versuchte mit einer AK-47 durch das Gebüsch, also einen Zaun auf Trump zu zielen und zu schießen. Er war ungefähr 400 Meter... Digga, stell dir mal vor, da steppt einfach so ein Guy mit AK-47 irgendwo an einem Golfresort rum. Weißt du? What the fuck? Fern von Donald Trump, so nahe konnte er sich ihm annähern, ohne dass der Secret Service merkte. Doch dann wurde sein Lauf im Gebüsch entdeckt vom Secret Service und dieser eröffnete dann das Feuer auf Roof. Er flüchtete allerdings, man zwang ihn quasi damit dazu. Später konnte er jedoch gestellt werden und nun wird es sehr, sehr spannend. Also wenn wir jetzt zu Roofs Vorgeschichte kommen und den potenziellen Verbindungen zu Donald Trump in die Politik, dann sollte man sich einmal genauer anschauen, was dieser Mann eigentlich getan hat. Denn interessant wird es vor allem dann, wenn man weiß, dass er über 100 Polizeikontakte hatte, meistens wegen Kleinigkeiten, aber jetzt kommt der Oberhammer. 2002 wurde Roof wegen Besitzes von Massenvernichtungswaffen verhaftet. Der Besitz einer Massenvernichtungswaffe vorgeworfen. Also eine Bombe oder was? Ich dachte, er sei entweder tot oder inzwischen im Gefängnis, sagte der Beamte, der die Anklage bei Ryan Ruth, Ruths Festnahme im Jahr 2002 erhoben hatte und am Sonntag mit Weird sprach. Wired. Ich gehört, Massenvernichtungswaffen. Nochmal ein ganz anderes Kaliber als irgendeine Handschusspistole, die in den USA ohnehin jeder hat. Und darunter fallen in den USA übrigens laut Homeland Security nukleare, chemische oder auch biologische Waffen. Nukleare, chemische oder biologische Waffen, alter Vater. Richtig gehört. Roof erhielt jedoch nur eine Bewährungsstrafe dafür. Und da stellt sich doch die nächste große Frage, die wir uns auch einmal anschauen sollten. Welcher normale Mensch erhält dafür nur eine Bewährungsstrafe? Einfach mal gemütlich Massenvernichtungswaffen gehabt und kriegt eine Bewährungsstrafe.
wenn man Massenvernichtungswaffen besitzt. Zur Erinnerung, 2003 marschierte die USA in den Irak ein, weil es dort Massenvernichtungswaffen geben sollte. Das war der Grund für einen Kriegsbeginn. Und so einem Mann gibt man nur eine Bewährungsstrafe? What the fuck? Das ist doch Fake News. Doch wie kommt so jemand überhaupt an solche Waffen? Anscheinend hat Roof sehr gute Verbindungen, denn er wusste wohl ganz genau, wo sich Donald Trump zu welcher Zeit aufhalten würde und ob er vielleicht... Ganz komisches Thema, Freunde, sage ich euch ehrlich. Fühlt sich komisch an. ...einem Insider oder vom Geheimdienst mit Infos versorgt wurde, das ist jetzt der Punkt, der geklärt werden muss. Doch kommen wir nun zum nächsten Zufall, der euch sicher aus den Socken hauen wird. Roof, also der potenzielle Attentäter, taucht in einem Werbespot für das Azov-Bataillon in der Ukraine auf. In einem Werbespot mal wieder. Genauso wie der andere Bruder, der den ersten Attentatversuch gemacht hat, war auch zufällig in einem BlackRock-Werbespot. Bro, was spielen die uns hier vor, Digga? Sei mal ehrlich jetzt. Die brauchen irgendwas, um unseren Kopf zu ficken, glaube ich, ne? Fühlt sich ein bisschen so an. Das zeigte Edward Snowden nun auf Twitter. Ich zeige euch jetzt so einmal ganz kurz die Bilder. Ihre рідних. Іншої можливості врятувати життя людей на Азовсталі може і не бути. Слава Україні. Ah jo, ist der auch in einem Werbespot dabei, ja, ja. Was steckt hinter dem Azov-Bataillon? Es gilt als Freiwilligenbataillon in der Ukraine, das ursprünglich 2014 gegründet wurde, noch vor dem Regimewechsel, um die von Russland unterstützten Separatisten in der Donbass-Region zu bekämpfen. Wie hoch also die Wahrscheinlichkeit ist, dass beide Attentäter in Werbespots auftauchen, diese Frage überlasse ich euch, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. And no one is even trying to assassinate Biden. / Kamala. Also niemand versucht, Kamala oder Biden zu snipern. Eine kritische Frage, die man zulassen muss. Er erntete dafür, wie gesagt, einen Shitstorm von den Mainstream-Medien dabei, als er diese Frage berechtigterweise in die Öffentlichkeit gab. Doch wir gehen noch tiefer. Wir haben dazu zwei naheliegende Theorien. Wir erinnern uns dazu... So, jetzt rein in die Theorien, Bruder. Achtung. ...erstens an Kennedy. Er wurde getötet, nachdem er die sogenannte Executive Order 1100-110 ausfertigte. Damit wäre die Fed weitestgehend entmachtet worden und der US-Dollar wäre damit mehr oder weniger an Silber gebunden worden. Und Trump, wir wissen es ja, von seinem letzten Wahlkampf ist bekannter Verfechter des Goldstandards. Übrigens bröckelt nicht nur der US-Dollar, sondern unsere eigene Währung bröckelt noch viel mehr. Und jetzt gibt's Goldwerbung. Und wir zeigen euch gerne auf, wie schnell wir hier mit allen Massen in Europa unsere Ersparnisse verlieren. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion, die es zu retten gilt, zumindest in Sicht der Banker und der Zentralbanker. Wir sagen euch aber, wie ihr euch schützt, denn der Euro ist nicht mehr zu retten. Er war von Anfang an eine Fehlkonstruktion, die scheitern wird. Und dazu spreche ich mit Ernst Wolf am 25.09. in unserem Live-Webinar. Jeder die muss das tun, was er amazing findet. Die haben jetzt einen Podcast, die zwei Jungs innen zusammen, ne? Ich küsse deren Herz. Liebe auf jeden Fall. Prinz, Majutster, 10er-Bombe rausgeknallt, sagst du auf süß oder was? Bester Mann, ja? I love you, danke für die Unterstützung. Mich freuen, wenn ihr euch einen Platz sichert. Die Plätze sind limitiert und wir zeigen euch handfeste Lösungen. Doch machen wir weiter. Donald Trump erklärte, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb kürzester Zeit beenden würde. Wer hat wohl ein Interesse daran, dass dieser Krieg möglichst lange weitergeht und wer sind die Finanziers? Dafür würden vor allem diejenigen sprechen, die diesen... Es ist halt immer bei mir persönlich und so, das ist halt, ihr kennt ja meine Meinung zu Politik und meiner Meinung nach ist, ob du jetzt Trump oder Kamala wählst, am Ende des Tages sind es zwei Seiten vom selben Coin. Das ist derselbe verfickte Coin, weißt du? Es ist gehupft wie gesprungen, wie man so schön sagt. So, meiner persönlichen Meinung nach, wenn man da wirklich wählt. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik. Und wenn du guckst, was die teilweise für Verbindungen haben, auch der neue potenzielle Vize von Donald Trump, auch ein ganz mieser Charakter, der auch sehr krass in der Geldelite unterwegs ist und so. Und Bro, das ist alles nur ein Game. Die spielen uns was vor, sage ich persönlich. Und deswegen, für mich persönlich, gibt es kein Vertrauen mehr in Politik rein. Nichtsdestotrotz ist es interessant, sich mal mit solchen Themen auseinanderzusetzen und da mal reinzuschauen und mal gucken, was da so passiert, weißt du? Krieg finanzieren, in diesem Fall unter anderem BlackRock. Egal, wer also dahinter steckt und was der Grund ist, diejenigen, die tatsächlich... Sei schlau, Leon, wähl blau, auf keinen Fall. Wenn du schlau bist, wählst du gar nicht. Tatsächlich hinter diesen Attentatsversuchen auf Trump stecken, werden höchstwahrscheinlich nicht damit aufhören und Donald Trump bewegt sich damit in maximaler Lebensgefahr. Und eines ist außerdem klar, solange es keine Rückkehr zum Goldstandard gibt, werden alle Fiat-Währungen weiter
an Vertrauen gebunden sein und damit immer schneller an Wert verlieren, je schneller die Regierungen das Vertrauen verspielen. Meldet euch gerne zum kostenlosen Live-Webinar am 25. September an. Webinar, Alter, Outman, Alter. Aber ey, crazy Geschichte auf jeden Fall, dass sie noch einen zweiten Attentatversuch auf Donald Trump da... Dass da noch ein zweiter Attentatversuch stattgefunden hat, das ist schon crazy, Bro. Ich glaube, sowas gab es noch nie in der Geschichte, oder? Dass innerhalb von so kurzer Zeit zweimal ein potenzieller Präsident kurz vor der Wahl in solchen Attentaten involviert war, oder? Das ist schon krass, was heutzutage auf der Welt passiert, ist einfach crazy. Und meine Devise ist bei dem ganzen Zeug, dass man sich davon nicht zu krass beeinflussen lässt und dass man schön bei sich bleibt, in seiner Mitte drin bleibt und sich nicht hektisch machen lässt und sich vor allen Dingen nicht emotionalisieren lässt und dann steuern lässt und auf eine Seite drängen lässt und so, weißt du? Bleib in deiner persönlichen Mitte und dann ist alles gut. Ich liebe euch, meine lieben Freunde, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.